vergessen, dir noch zu zeigen, wo sind die ganzen anderen Farben. Ja, es ist ein bisschen in der Web-App schwer zu finden. Es ist einfach hier unter der Lupe zu finden. Wenn du hier neben dem Haus auf die Lupe klickst, dann bekommst du die ganzen Materialien angezeigt, von Teppiche, Stoffe, Textilien, aber auch die verschiedensten Farben. Und da kannst du dann draufklicken. Wenn das Objekt gruppiert ist, dann kannst du natürlich nicht einzelne Flächen anklicken, aber wenn du zum Beispiel jetzt hier diese Fläche anklickst, dann kannst du sie anders einfärben und deine Vase ganz anders gestalten. Aber das überlasse ich dann dir, wenn du diesen Modus gefunden hast. Der nächste Trick, den ich dir zeigen möchte, ist mit dem Drehen-Werkzeug und geht so. Machen wir noch einmal eine siebeneckige Vase, Vasenform und stell dich einfach hier auf das Vieleck. Gib ein 7 oder 13 oder wie auch immer, was du möchtest. Stell dich in den Nullpunkt und zeichne diese Form auf. Nimm das Drücken-Ziehen-Werkzeug und zeichne dir eine schöne Vasenform auf. Und jetzt hast du ganz einfach nur noch die Aufgabe, ein Loch hineinzuzeichnen. Du weißt schon, der Röntgenmodus, wo war das nochmal? Hier bei diesen zwei Formen, die da angezeigt werden, da findest du die Stile und die Szenen. Die Stile sind dafür verantwortlich, dass man zum Beispiel sein ganzes Hintergrundbild verändern kann. So kannst du zum Beispiel auch so einen Hintergrund erstellen. Aber hier bei den Standardstilen, und da waren wir, da gibt es ein Feld, das ist dieses mit dem Röntgenmodus. Und jetzt kannst du hier durch deine Vase durchschauen. Wir müssen jetzt nur noch hier oben einen Kreis zeichnen. Jetzt gehen wir noch nicht in den Vasenmodus, sondern zeichnen wir erst den Kreis. Wieder brauchst du eine Hilfslinie, damit mit dem Maßband, damit du den Kreis auch schön in der Mitte ansetzt. Dann gehst du auf das Kreiswerkzeug, zeichnest einen schönen Kreis und jetzt wirst du den Röntgenmodus einsetzen. Und jetzt nimmst du das Drücken-Ziehen-Werkzeug, stellst dich hier auf den Kreis, der ist aktiviert. Und jetzt ziehst du das nach unten. Vorsicht, nicht zu weit. So, das reicht uns schon. Jetzt gehst du wieder in den normalen, schönen Hintergrundmodus. So, und jetzt machst du etwas, was ganz leicht ist. Du nimmst das Drehen-Werkzeug. Das ist hier. Bei dem Bewegen-Werkzeug findest du hier unten das Drehen-Werkzeug und du wählst jetzt zuerst hier diese Fläche aus. Dann nimmst du das Drehen-Werkzeug, stellst dich hier hin und jetzt liegt, du siehst, dieser Kreis springt immer hin und her, der legt sich auf die Seiten drauf, der weiß nicht, wo sein Mittelpunkt ist. Irgendwann ist hier der Mittelpunkt. Du hast so Pfeiltasten auf dem Computer, wenn du die links, rechts drückst, dann kannst du die Richtung, wie dieser Kreis gedreht sein soll, angeben. Und du brauchst die blaue Richtung in der Z-Achse. Jetzt klickst du hier mal drauf, dann klickst du hier auf diese Ecke und dann verdrehst du deine Vase einfach. Und so machst du dann eine schöne verdrehte Vase. Du kannst es vorsichtig, mach es nicht zu stark, ja. Wieder den blauen Punkt finden. Wenn man es zu stark macht, dann bricht die Geometrie. So geht es aber schon ganz gut und diese Vase ist auch schon sehr schön. Du kannst noch durch Skalieren natürlich die Vasenform verändern.
Du weißt schon, was Skalieren ist. Du hast das schon in dem ersten Video gehabt. Du gehst wieder hier auf das Bewegen-Werkzeug, was hier ist, das vierte von unten. Hast diese Funktion. Jetzt wählst du dir hier die obere Fläche aus. Vielleicht willst du den Kragen größer machen. Gehst auf das Skalieren-Werkzeug, stellst dich auf die Ecke, drückst die STRG-Taste und kannst jetzt diese Vase hier oben größer machen. Ja? Und so kann man eben verschiedenste Vasenformen herstellen. Jetzt wäre es noch schön, wenn du mit dem Farbeimer hier verschiedene Farbflächen angibst und die Vase entsprechend einfärbst, wie du hier siehst gerade. Und damit hast du auch schon eine schöne neue Form erstellt. Schauen wir, was im nächsten Video auf dich wartet. Es gibt noch eine vierte Möglichkeit.